Als nächste Gruppe kommt Sync Slate. Das sind Lukas, Justus und Jan. Wo seid ihr? Ihr dürft euch auch ruhig schon die nächsten Gruppen immer schon so in Position bringen. Dann geht das ein bisschen schneller mit dem Umbau und man muss nicht so warten. Sind ja alle ganz neugierig auf eure schönen Projekte. Einen herzlichen Applaus. Unterstützt wurde die Gruppe Sync Slate von den Mentorinnen Jasmin und Lilly. Ich sehe sie nicht, aber. Hallo, wir sind die Gruppe Sync Slate und wir haben im YouTube-Videos gesehen, 15 Minuten Aufnahmezeit ungefähr und dann 20 Minuten schneiden, 30 Minuten schneiden. Und das kann man vereinfachen, indem man während der Aufnahme Schnittmarken setzt, die dann später geschnitten werden. Und bis jetzt gab es noch kein Tool, um die automatisch zu schneiden, und das haben wir halt entwickelt. Ja, unsere Software basiert auf zwei Einsatzpunkten. Einmal in der Software OBS. OBS, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist ein Programm, Open Source, zum Streamen von Videos, jetzt zum Beispiel auf Twitch oder auf anderen Streaming-Webseiten, und zum Aufnehmen von Videos. Und da haben wir eben ein besagtes Plugin, mit welchem man dann eben Marker setzen kann, die in einer Datei gespeichert werden. Und da greift dann eben unsere Software ein. Wir können jetzt diese Datei eben einlesen und das Video ebenfalls einlesen, und dann wird das Video exakt nach diesen Markern geschnitten, selbstständig vom Programm. Ja, und das Weitere erzählt euch jetzt der Lukas. Okay, also wir möchten euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Also, weil wir Qt verwendet haben, kann man das auf Linux, auf Mac, aber auch auf Windows anwenden. Aber in unserem Beispiel haben wir jetzt einen Windows-Computer, dementsprechend, oder einen Computer, der Windows verwendet. Und dementsprechend zeigt euch jetzt Jan, wie man eine Videodatei und einen Key, also Keystones, auswählen kann. Keystones sind dann gesetzte Marker, wie er vorhin erklärt hat, die sagen, an welchen Stellen man später schneiden möchte. Also das erste, was man auswählt, hier mit dieser Kette angezeigt, sind eben diese Keystones in einer Reihe, wie ein Video eben abläuft, und dann das Video selbst. Genau. Und jetzt ist der letzte Schritt, den man einfach ausführen muss, natürlich exportieren. Man kann dann einen Namen eintippen. Im Hintergrund läuft jetzt ein Skript durch, dass das für einen auch durchführt. In der Zukunft werden wir vielleicht eventuell versuchen, das zu verstecken, dass man das nicht sieht. Aber das ist dann noch in der Planung. Genau, und jetzt kann man noch entweder das Programm schließen oder weitermachen. Und die exportierte Datei findet sich jetzt in dem Ordner, in dem man gespeichert hat. Genau, da hat man den Schnitt gesehen. Und ja, das war's dann eigentlich zu unserem Programm. Dankeschön.